Mit dem YouTube-Zeichen geht das Internet auf jeden Fall jetzt nach der Pause weiter. Wir schlafen 11 Uhr am Morgen. Das klingt doch nach einem guten Plan. Nee, ich muss hier noch einmal ins Spiel tappen, weil ich bin nicht im Spiel. Wo bin ich denn, wenn ich nicht im Spiel bin? Ah, jetzt bin ich im Spiel. Er kennt aber das Pad nicht. Warum erkennt er jetzt die Maus und mein Pad nicht mehr? Hallo Spiel? Bist du dumm? Ich kann jetzt mit Maus und Tastatur spielen, weil er das Pad nicht erkennt. Geil, warum? Hallo Spiel? Jetzt erkennt er das Pad nicht. System. Einstellungen. Gameplay. Controller. Hätte ich eigentlich gern gehabt. Dankeschön. Dummes Spiel. Plug in, plug out. Na, rein und raus geht immer. Großartig ist die Lösung für alles. Einfach rein und raus. So, jetzt bitte schlafen. 11 Uhr morgens. Wir brechen 20 Stunden auf. Dann müssten wir in den Tag hinein. Perfekt. Zum Spielen ist die CPU zu vernachlässigen. Ja, nicht zu vernachlässigen. Also wie gesagt, da zählt aber mehr Gigahertz als Anzahl der Kerne. So würde ich sagen, Medias. Also ich brauche keinen 6-Kerner zum Spielen. Den bräuchte ich zum Streamen. Fürs Spielen ist die CPU, die ich habe, völlig in Ordnung. Aber so ein AMD 8-Kerner mit 4 Gigahertz. Ja, aber du hast ein 3 Buchstaben benutzt, die schon für mich ein K.O.-Kriterium sind. Wenn du verstehst, was ich meine. Nur wer könnte es dann sehen? Ja eben, Raggi. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Also, nein. Sagen wir mal so. Selbst für meinen persönlichen Geschmack, Raginator, wären 4 Mbit für 1080p auf 30 FPS schon relativ mau. Ich könnte bis zu 20 Mbit streamen, weil ich diesen Upstream habe. Dann würde nur Herr Twitch herkommen und sagen, Herr Slashsocked, sag mal, sind Sie bekloppt? Sie streamen hier gerade mit 10 Mbit oder 15 Mbit. Sind Sie verrückt? Stellen Sie das mal runter. Weil du darfst auch auf Twitch auch nicht mit zu viel streamen. Du brauchst halt ab einer gewissen Auflösung 1080 halt auch die Bitrate. Sonst hast du Pixelbrei. Und solange das halt nicht funktioniert, weil Twitch das halt nicht will, geht das halt nicht. Und es könnte dann halt keiner gucken. Das kommt noch dazu. Weil es dann halt Bufferino gibt. Und dementsprechend lieber ein gutes 720p ist meine Einstellung als ein schlechtes, verwaschenes, pixeliges 1080p. Ja. Macht jeder Streamer, wie er halt meint und nach Gusto. Ich habe mich halt dafür entschieden, also und keine 60 FPS, das lohnt sich eh nicht. Das frisst halt eben auch nur Speicher, also Kilo-KBPS in dem Sinne, nicht Speicher, sondern KBPS. Aber ja, das hat hier halt jeder Streamer andere Präferenzen. Es gibt halt Leute, die schreien 720 mit 60, 1080 mit 30. Das Einzige, was halt meiner Meinung nach überhaupt nicht geht, ist 1080 mit 60. Das geht halt mit der KBPS, die wir zur Verfügung haben, halt irgendwie null. Außer du hast wirklich eine Monster-CPU und kannst auf Slow streamen, aber das haben halt die wenigsten. Wolfsfell. Was ist denn an Gigahertz so schlecht? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, wie nennt sich das, die Klamotte, Hyperthreading, die AMD benutzt, die dann bei der leisesten Millierschütterung runtertaktet und keinen Bock mehr hat und du nominell nichts mehr hast? Ich weiß es nicht, hat doch Stefan auch erzählt, also AMD und ich werden keine Freunde werden. Was hast du denn für ein Upload? 20 Mbit. Lincoln, 20 Mbit. 200 down und 20 up. Ich speichere mal.
Arp! So, gerade habe ich relativ wenig Schaden gemacht. Also die halt, also die sind echt nicht blitzempfindlich, würde ich sagen, weil, keine Ahnung, ich habe das Ding jetzt gerade, oder muss ich das jetzt halten zum Aufladen? Das muss ich mal gleich testen. Ich bin gleich oben. Nein! Au! Ulti! Jetzt! Nee, also die mögen Blitz. Keine Ahnung. Das stört die überhaupt nicht. Ich bin die voll am Abblitzen und ich bin am Abblitzen. Die lassen mich abblitzen. Ah, schön. Tolles Wortspiel. Also bei mir ist das Bild. Ich streame ja auch 720p. Also 1280, 720, 30 FPS streame ich. Habe ich ja gesagt, also lieber halt ein vernünftiges 720p als halt ein pixeliges 1080, deswegen ich streame auch 720p. Ich spiele natürlich in Full HD, demnächst werde ich dann sogar halt andere Spiele auch tatsächlich mal hochskalieren, gucken, ob das was bringt. Dann geht mit der Grafikkarte jetzt problemlos, also 1440p und dann 720p streamen, ob das mehr bringt an Details. Also quasi DSR Upscaling über die Grafikkarte und dann 720p streamen, weil das sind alles Technikklamotten. Das brauchst du fürs normale Stream nicht. Ich bin halt genau wie Stefan da so ein Technik-Mensch. Ach, da machen sich andere Streamer überhaupt keine Gedanken drüber. Die streamen einfach. Was auch völlig richtig ist, das ist halt Hobby. Und da bastel ich halt dann auch ganz gerne ab und zu mal so ein bisschen rum. Runenbogen. Sack. Oh, nicht mit. Kleiner Schrank. Einzelteile. Kaputtes Bett. "100 down und nur 2,5 up, dank Unity Media für den schlechten Upload." Ja, dann würde ich den Support kontaktieren, wenn er vertraglich was anderes hat. Ich bin auch bei Unity Media Dopi und wenn ich den Speed nicht bekomme, den ich gebucht habe, dann bin ich der Erste, der anruft. Dann habe ich hier einen Techniker im Haus, der irgendwelche Verstärkerklamotten irgendwie installiert. Hatte ich schon. Dann kommen die halt raus und messen und bauen irgendwo Verstärker ein, sei es hier oder im Verteilerkasten. Ich habe halt angefangen mit 5 Mbit, habe dann erhöht auf 10, habe dann den Vertrag nochmal erhöht auf 20. Und wie gesagt, jedes Mal nach dieser Erhöhung hatte ich quasi einen Techniker hier, der die Klamotten halt einmal durchmessen musste und irgendwelche Verteiler irgendwo boostet. Ihr PC-Streamer habt's auch gut, die Konsolen-Streamer sind von Twitch voll im Stich gelassen. Warum, Vox? Warum sind die im Stich gelassen, findest du? Ich finde mittlerweile, dass die eigentlich eine ganz gute Lobby haben. Sie haben ja mittlerweile sogar ihre eigene Kategorie, wo sie halt gelistet werden. Ich weiß nur nicht, ob sie in den anderen Listings auftauchen. Das weiß ich wiederum nicht. Aber sie haben ja eine eigene Kategorie. Live from Xbox oder von der PlayStation. Und dafür, was die Konsolen halt machen, finde ich, streamen die ganz gut. Also die streamen auch hier 720p. Das ist in Ordnung. Mittlerweile die PlayStation kann mit Greenscreen, also Cam, Greenscreen, Chroma Key, Chat einblenden. Ich glaube, mittlerweile arbeitet sogar Twitch Alerts an einer Einbindung für Konsolen. Also da geht es auf jeden Fall auch voran. Was kostet dich der reine Internetvertrag? Oh, der reine kann ich dir nicht sagen, weil wir auch tatsächlich HDTV da haben und Telefon. Also quasi ISDN mit mehreren Leitungen. Ich glaube irgendwas um die 60 Euro, Raggi. Aber nagel mich jetzt nicht auf die exakte Summe bitte fest, das weiß ich nicht. 60,69, 50,59, so Pi mal Daumen. So, Pi mal Daumen, würde ich sagen. Ja, mittlerweile habe ich gesehen, gibt es sogar einen 400er Vertrag hier bei uns. Also 400 down, aber der Upspeed erhöht sich nicht, der bleibt gleich. Und mehr Downspeed brauche ich nicht. Ob ich jetzt 200 oder 400 habe, das ist mir relativ Wumpe. Mir geht es ja primär immer nur um den Upspeed. Na, ich könnte mal irgendwas Kleines essen. Einen kleinen Snack, dass wir voll sind. Wir haben bestimmt so viel. Ja, guck dir mal an, wir haben ja so viel Fleisch.
Markus mit K, komm gut ins Bett, danke fürs Reinschauen. Wobei das komisch ist, meinen eigenen Namen auszusprechen. Komm gut ins Bett. Oh Mann, hoffentlich bis morgen. Da geht's um 22 Uhr weiter. Kannst du mal die Map zeigen? Wir haben hier angefangen, sind so rumgegangen, Hauptstory folgend, wurden hier ins erste Dorf nachher geschickt, haben uns dann hier so ein bisschen umgesehen und jetzt werden wir hier wieder zurückgeschickt. Das heißt, wir haben hier hinten noch eine Ecke, die wahrscheinlich Endgame oder höherleveliges Gebiet ist, plus hier oben irgendwie noch ein komplettes Gebirge. Naja, da weiß ich auch noch nicht, wie wir hinkommen, aber werden wir noch rausfinden. Jeremy, danke für den Host. So spät noch unterwegs? Hab dich, glaube ich, gar nicht gesehen heute, oder? Da haben wir eine Höhle. Können wir mal reingucken. Ja, da, oh, da ist... Wer ist das denn? Was? Dunstwasserschlund. Ach so. Den haben wir entdeckt. Nachtschatten. Ah, crap. Ja, gucken wir mal in die Höhle, würde ich sagen. Machen wir mal einen Hardsafe. Bevor der mich hier gleich wieder irgendwo in die Höhle vor den dicken Mopeds katapultiert. Und gucken wir uns mal einfach da drin um. Ganz kurz. Hatte früher 384 KB. Ja, Medias, ich habe angefangen mit einem 33.6er Modem. Von daher, Internet Evolve. Oder so. Und dann kam das gute US Robotics 56K Modem. Boah, war das eine geile Kiste. Ich weiß nicht, wie teuer der Modem war. 200 Mark damals? Das war super teuer. Gibt's eigentlich US Robotics noch? Oder sind die mittlerweile auch weg? Das war so damals das geilste Modem. 56K Modem von US Robotics. Und dann kam ich tatsächlich, wo gerade ISDN mit Einfach- bzw. Kanalbündelung aktiv wurde, bin ich in ein Pilotprojekt von diesen Kabelmodems reingekommen, also was heute Unity Media und Kabel Deutschland ist, über meinen Vater, weil der da in einer Firma gearbeitet hat, kam ich in diese Pilotphase, musste nichts zahlen, hatte halt ein Kabelmodem und halt hundertfache ISDN-Geschwindigkeit. Und das war die Zeit, wo gerade die MP3s rausgekommen sind. Ihr könnt euch mal vorstellen, wie das Internet gebrannt hat bei mir. Ich war der König der MP3s. Ohne Witz, Mann. Oh, das war schön. Ja, dann ist die Pilotphase irgendwann halt ausgelaufen. Sie haben den Speed halt gedrosselt. Dann bin ich zurückgegangen auf DSL, 16 Mbit. Und hatte eine ganze Zeit lang 16 Mbit. Ich weiß gar nicht, wie viel Upspeed, das war mir egal, weil da hatte ich halt nur Downspeed, weil ich nicht hochgeladen habe. Und dann wiederum bin ich gewechselt nach den 16 Mbit auf wieder Kabel, Unity Media, 100 Mbit. Und dann hoch jetzt auf 200 mit 20 Down. Das ist so meine Geschichte des Internets. Eine Beinkeule. Ja, mach mal. Wobei, die sind angeblich... also ich denke mal, ich mache wenig Blitzschaden. Ergo nehme ich doch jetzt einfach mal den Frosthauch. Da unten ist einer. Der hat mir schon gesehen. Achso, da bin ich außer Reichweite. Den treffe ich gar nicht. Ja, verstehe ich. Was? Will mein angewohnt... Was? Mit Lady? Was? Ich habe keine Ahnung, worüber Rabe redet. Aber es ist okay. Er will was verschmelzen. Und es ist nicht Käse mit Sandwich. Aber Frost macht auch nicht mehr Schaden. Also ist das mehr oder minder egal. Die halten halt einfach viel aus. Habe ich mich erschrocken? Entschuldigung. Hab mich ein bisschen erschrocken, dass er hier aufgetaucht ist. Muss ich sagen. Dummer Arp. Was? Markus ist kaputt? Wie? Warum? Warum bin ich kaputt? Alles in Ordnung? Ist noch alles dran? Nase? Ohren? Brille? Was ist kaputt? Ich weiß es nicht.
Verbranntes Buch. Die Groschen nehme ich mit. Was? Streamer Exercise Headstop? Was denn? Was hab ich. Hier. Was? Hab ich einen Failfish produziert? Welchen? Warum? Wo? Wen? Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Also, das Einzige, was ich jetzt in den letzten ein, zwei Minuten verstanden habe, der Rabe will Toast verschmelzen. Das habe ich verstanden. Der Rest war für mich nicht verständlich. Mach schon wieder Hängemoos. Geh auch weg, du Hängemoos. Uah. Ums. Ich wollte die ganze Zeit testen, ob ich diesen Zauber aufladen muss. Verfluchte Kacke. Ich vergesse es immer. Ob ich die Taste länger gedrückt halten muss, meine ich. Für die Ulti. Weil hier stand ja drin. Aufladen. Da steht ja 30, 35, 40. So rum. Da steht ja aufladen. Ich weiß nicht, ob ich die Taste drücken muss. Das muss ich mal ausprobieren. Ich vergesse es nur immer. Ich drücke die Taste jetzt einfach mal. Rolle der Seelenfalle. Doppelbock. Experte kann ich nicht aufmachen. Wein nehme ich mit. Da ist nichts. Keine Kiste. Kein Zeug. Doch da. Knoblauch, Salz. Knoblauch, Salz. Achso, hier liegt noch so ein Arp. Und dann geht es auch noch weiter. So, warte mal. Ich drücke die Taste. Ich halte sie jetzt. Ich glaube, ich muss sie halten, ne? Dann macht das, glaube ich, mehr. So soll das sein. Das ist mein Job, Rabe. Dann mache ich es ja einigermaßen vernünftig, euch zum Lachen zu bringen. Wobei ich nicht weiß, was ich gerade getan habe. Eieiei. Ich habe ja gerade im Test KBPS down und nur upload, das, keine Ahnung, das ist jetzt nicht so viel, glaube ich. Markus, wie geht mit deinem Haarproblem voran? Welches Haarproblem, Matze? Worüber redet ihr? Kam ich hierher? Nein, da oben ist nicht so ein Moped. Ah, noch so ein Moped. Wie komme ich denn da hoch? So, ich lade das Ding jetzt mal auf. So, macht das mehr Schaden? Ha! Ich muss einfach die Taste länger drücken. Ich bin auch manchmal der lowbobbigste Lowbob aus Lowbobhausen. Aber natürlich. Wie wäre es, wenn ich die Taste einfach mal gedrückt halte? Dann macht's auch Damage. Nein, ich drücke sie nur kurz, damit sie kein Damage macht. Ich bin so dumm. Ich darf nicht reden, ich darf nicht denken, ich darf nicht atmen, ich darf nicht blinzeln. Das gibt's nicht. Okay. Das hat sich ja voll gelohnt. Ja halten. Okay. Das wusste ich nicht. Aber jetzt habe ich es ja rausgefunden. Oh Mann, ey. Man lernt nie aus. Er ist jetzt Markus die Silberbacke. Keine Haarprobleme, nur grau, der alte Streamer. Ach, die. Moinsen Markus, wie machst du das Quick-Menü da links auf? Du zockst mit Controller. Ja, tue ich. Mercutio. Digipad nach oben. Da sind die Sachen drin, die ich übers Menü hier mit Y markiert habe, quasi die hier einen Stern haben. Das können Zauber sein, das können Gegenstände sein, die landen dann quasi im Quickslot.
wenn ich jetzt mit dem PC spielen würde, könnte ich, glaube ich, sogar hier unten die Tasten, also über WSAD die Tasten 1 bis 8 nummerieren und da Dinge drauflegen. Dann kann ich natürlich über den Controller halt nicht. Und dann kann ich die halt aber hier schneller abrufen. Das ist DigiPad da nach oben. Wie man das Menü aufruft über den, über die Tastatur? Einmal Keybinds gucken, keine Ahnung. Wie man da das Quick-Menü aufmacht. Das weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, wie es über den Controller geht. Ja, ich verzichte dementsprechend halt ja schon auf die Tasten 1 bis 8. Wo ich schnell wechseln könnte. Genau, und was Raggi sagt, dem Bart geht's gut. Das Problem ist einfach nur, er wird grau. Leider nicht gleichmäßig. Nee, der hat aber jetzt doch wieder keinen Schaden gekriegt. Komisch. Komisch. Ja, egal. Auf jeden Fall werde ich partiell grau. Wieso nur partiell? Ich habe keine Ahnung. Das sind keine Löcher, das ist grau. Da ist einfach grauer Bart. Kam ich jetzt hierher? Ja, da kam ich her. Also bin ich da hochgegangen, da war nix und ich wollte da in diese Schlucht rein. Okay, verstehe ich. Kann ich mir merken. Dann gehen wir da gleich hin. Ja, hier war nix. Kann ich nochmal speichern. Wir sehen das nicht. Was? Die Löcher im Bart? Oder den grauen Bart? Ich kann ja eine Bartcam machen. Der Bart ist so famous, der kriegt eine eigene Cam. Nein, ich war nur wieder zu faul, mich zu rasieren, Mann. Normalerweise rasiere ich mich am Wochenende. Dann fällt das nicht so auf unter der Woche. Ich weiß, das sieht merkwürdig aus, aber nein, ist halt so. Und, werde mich halt morgen oder die Tage wieder rasieren und dann fällt es halt nicht so extrem auf. Ist halt immer, wenn was nicht der Norm entspricht, dann fragen halt die Leute. Ja, es sieht komisch aus, da gebe ich auch gerne zu, aber kann ja halt nicht ändern. Und ich bin nicht so eitel, dass ich halt sage, jetzt trinke ich ohne Cam oder so. Der Schamane! Ja, wenn ich da jetzt super empfindlich wäre oder so, dann würde ich vielleicht ohne Cam oder so streamen, aber ach, drauf geschissen. Stehe ich drüber. Kackbart. Braucht man eh nicht. Genau wie Schambehaarung. Wer hat das eigentlich erfunden? Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Sollte nicht mal laut denken. Was? Savak. G. Savak L. Exley. Boy, if you ask if I follow. Leave a follow first. You know the rule? Follow for follow, bro. So hit the follow button. Then maybe I will hit your follow button as well. But you don't follow, I don't follow. That's the rule of the internet. Boy, oh boy. Mannometer. Manche Leute, ey. Ist ja unglaublich. Markus weiß, wie es läuft. Ja, na klar. Boah, draußen regnet es gerade aber richtig. Sorry. Aber manche Leute kannst du echt nur zurücktrollen. Da fällt mir nicht mehr viel anderes ein. Da kam ich daher? Nee, hier ist eine Höhle. Da kam ich nicht her. Die ist so klein und dunkel. Das ist voll die Geheimhöhle. Die hat noch niemand gesehen. Ich frage mich, ob ich doch hierher kam. Ja, ganz schön verwirrend hier. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich komme nicht mehr zurück. Der Wasserfall zieht mich runter. Scheiße.
Das wollte ich überhaupt nicht. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, jetzt bin ich hier. Wo ist hier? Ach da, da ist so ein Klotz. Wie komme ich zu dem Klotz hin? Ich meine, Collectible. Guck mal, da, neben der Eispranke. Zack, nehme ich mit. Und zack, nehme ich mit. Und dann kann ich die erstmal essen. Die Eispranke. Bup, dankeschön. Gut, dass wir hier runtergefallen sind, wo immer wir auch runtergefallen sind. Ach, da komme ich wieder raus. Und dann wollte ich hier hoch und da rum und darüber. Manchmal macht es Spaß, die Trolle zu füttern, aber wenn man sie halt so viel füttert, wollen sie immer mehr. Richtig, absolut richtig, Koribo. Deswegen, meistens gehe ich nicht drauf ein, aber ja gut, er ist eh gebannt worden, von daher, Wayne. Aber das Beste ist natürlich eigentlich nicht zu machen, das stimmt schon. Da musste ich lang. Und da möchte ich nicht wieder den Wasserfall runterglitschen gleiten. Da ist tatsächlich das Sprichwort, was es gibt. Never argue with a troll or idiot. They beat you with skill and experience. So, was haben wir jetzt hier noch? Riesenmonsterpilze. Chillon, WB. Hat es jetzt so lange Internetprobleme? Das ist nicht schön. Na, hier gibt es zum Abschluss noch eine massive Truhe anscheinend. Waren wir jetzt hier schon? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Habe ich die Truhe übersehen oder nicht gelootet oder war da nur Müll drin? Ja, da war nur Müll drin, da war ich hier schon. Verdammt, wo bin ich jetzt gerade runtergeglitscht? Keine Ahnung, aber die Höhle, würde ich sagen, haben wir erkundet. Hier ist nichts mehr drin. Aber G ist nicht mehr da, oder? Weil jetzt hätte ich mal eine Frage dann an G. Das interessiert mich schon die ganze Zeit. Ich muss echt mal fragen. Ich frage mich, wie groß die Bannliste ist. Ja. Groß. So, jetzt muss ich nur wieder den Ausgang finden. G ist schon lange weg. Na gut, dann muss ich nächste Mal fragen. Hat dann eine Frage. Tab sagt, G ist da. Ja gut, sie kann ja lurken. Das heißt ja nicht, dass sie noch aktiv da ist. Das machen ja viele. Einfach halt entweder einen Tab laufen lassen zum Lurken, zum Einpennen. Und dann ist das Ding halt noch auf und zählt quasi als da, aber geistig nicht da. Wenn man so will. Da drüben ist auch noch irgendwas und das Symbol kenne ich gar nicht. Sieht aus wie so ein Altar. Und das wäre da. Die Frage ist, ist das jetzt hier ums Eck oder ist das eher nicht ums Eck? Und was mir auffällt, die Musik ist mehr geworden. Anfänglich hatten wir recht wenig Musik in Enderal. Aber tatsächlich mittlerweile mehr. Ich weiß nicht, ob sie die hier noch nachge... Scheiße, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Jep, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Mergo. Ach, Mergo ist auch nicht mehr da, ne? Ich habe einen Bug gefunden. Kommst hier einfach durch den Busch, glitsche so halb ins Haus. Und dann bist du stuck. Jo, da kommen wir auch nicht mehr raus.
Das heißt, wir müssen jetzt wegteleportieren. Mache ich an der Stelle nicht. Ich lade einfach einen Spielstand. Ich habe ja gerade auf Speichern gedrückt. Schnell, Flüsterwald. Jupp. Der Glitcher. Jupp. Ich hätte nämlich, ich wollte gucken, weil ich keinen Eingang zu dem Haus gesehen habe, ob ich übers Dach hätte reinkommen können, weil das Dach hier offen ist. Und wer, ich bin dann einfach hier an der Seite irgendwie reingeglitscht. Tepp sagt, Mergo ist da. Kuribo ist voll der Stasi-Mann. Der hat alles im Blick. So, was ist das hier? Okay, sieht schon mal nicht freundlich aus. Eine Blutlache direkt vor der Haustür. Kann nicht gut sein. Da ist der alte Tempel. Und da kommt ein knapper Mops. Ein Vatür. Und die machen ganz gut Schaden. Und ich habe einen Mana-Punkt. Wie viele Mana-Punkte habe ich jetzt eigentlich? Ja, jetzt könnten wir auch nochmal langsam ein bisschen vielleicht auf Leben gehen. Oder gehen wir bis auf 250? Das ist eine gute Frage. Bisschen Leben wäre auch nicht falsch. Wir können gleich skillen gehen. Aber gucken wir uns erstmal ganz kurz um. Da hinten ist noch ein Mana-Wartür-Chef. Warten wir mal, bis die Ulti fertig ist. Hat er, ja, der hat mich gesehen. Na, die kloppen gut zu. Die kloppen gut zu. Da muss ich direkt mal ein Fasanenfleisch essen. Ich sag doch, er ist Profi-Stalker. Hallo Sles, findest du Konsolen oder PC besser? Travelmakers, ich bin Spielespieler. Wo ich die Spiele spiele, ist mir egal. Hauptsache, ich kann sie spielen. Also ich habe einen PC, ich habe eine Xbox One, ich habe eine PlayStation 4 und ich spiele auf allen. Also das ist mir völlig egal. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Grundsatzdiskussionen anzufangen, da bin ich tatsächlich der Falsche für, weil alles, wie gesagt, gut ist. Von daher kann ich dir auch keine Empfehlung aussprechen. Wie gesagt, das, wo du die meisten Freunde vielleicht hast, damit du mit denen spielen kannst, das ist vielleicht das einzige Kriterium. Vorne war nur ein so ein Knecht, ne? Oh, ich habe mehrere gepult. Das waren zu viele, den habe ich gar nicht gesehen. Und das war der Führer. Naja, klar ist der schwer. Oh, Kacke, Mann. Jetzt habe ich, hätte nach dem Level-Up speichern sollen. Aber warum habe ich Leben wieder gekriegt? Ich frage mich gerade, warum ich beim Kill Leben wieder kriege. Hm, gute Frage. Wie viel habe ich denn auf der Lebensabsorption? Habe ich auch Rang 3. Das heißt, ich könnte rein theoretisch so rummachen und mich buffen. Ja, machen wir auch. So, wir buffen uns. Einmal mit Segen des Lebens. Einmal mit Götterschild. Rufen uns noch einen Begleiter. Nehmen noch einen Keks. Drücken einmal F5. Und nehmen jetzt hier wieder die Lebensabsorption.
Jetzt pullen wir was. Komm her. So, Captain Mann Nummer 1. Damit habe ich mein Level Up. Drücke F5. Pull den nächsten. Das ist schon wieder der Anführer. Warum ist der hier? Was will der von mir? Der ist schwer. Der spendiert kein Bier. Scheiße, der ist richtig schwer. Also, der stirbt null. Verstehst du? Null. Ich bin gleich oben. Ich bin oben. Nein, 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 nein. Scheiße. Das war's. Alter, wie viel sind das denn? Warum habe ich denn jetzt 3 gepult? Ey, das Feuerelementar macht aber auch wirklich eigentlich gar nichts, oder? Das ist einfach nur sinnlos. Weiß ich nicht. Also ich muss sagen, irgendwie bin ich von dem ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir gedacht, dass das mehr macht. Das greift irgendwie überhaupt nicht in den Kampf ein. Das heißt, ich werde mir mal einen anderen Zauber hier noch reinpacken. Muss mich mal beeilen. Beschwörungszauber sind das, ne? Warte mal. Da, Ahnen rufen. Ruft einen Ahnengeist, der 120 Sekunden für euch kämpft. Stufe 7? Stufe 16? Eigentlich ist es nominell gut, aber es macht halt nichts. Stufe 10, ein Schlammelementar. Totenfunke. Ja, keine Ahnung, was macht denn der Ahne? Stufe 7. Oder Geisterwolf ist Stufe 4. Feuerelementar. Ja, was macht denn, aber wahrscheinlich wird das Schlammelementar auch nicht viel mehr machen, wa? Wie viel kann ich denn eigentlich von dem beschwören? Lebensabsorption. So, komm her. Komm. Ah, ja, das ist doch mal nicht so stationär. Schlammelementar besser als Feuerelementar. Confirmed. So habe ich mir das schon eher vorgestellt. Da ist der Führer auch weg. Und hat Ohren. 2 Stück an der Zahl. Perfecto Matico. Einmal F5. Für Erfolg. Hm. Okay, pass auf. Dann machen wir auf jeden Fall erstmal Folgendes. Wir gehen nochmal in die Magi. Und rüsten einmal tatsächlich dann das Schlammelementar da eher aus. Das scheint ja besser zu sein als dieses stationäre Feuermoped, was irgendwie überhaupt nichts macht. Wo sind denn hier die Beschwörungsmopetze? Da. Feuerelementar ist schon weg. Hä? Hab ich das rausgenommen? Anscheinend. Wo sind denn Schlammelementar? Da. Ups. Dann kommt das nämlich rein. Perfekt. Aber Feuerelementar war weiblich. Ja, das sah eher aus wie so ein Succubus, weißt du? Das macht nichts anderes als zu sagen, ruf mich an. Und das haben die irgendwie voll ignoriert. Massiv, Geselle. Kann ich aufmachen. Hab ja hier noch so eine Zauberrolle. Gesellenrollen. Hab ich ja gekauft. Ich habe irgendwas ausgelöst, weil die Musik gerade wieder losgeht. Schutzzirkel. Ich weiß nicht was. Da ist noch irgendwo einer. Aber ich weiß nicht wo. Das macht mich nervös. Ich weiß nicht wo. Mit. Au! Oh, hab ich mich erschrocken. Alter, scheiße. Du Mistkrefel.
mich voll erschrocken, ey. Boah. Raginator, komm gut ins Bett, Mann. Gönn dir noch eine Mütze voll Schlaf. Ist schon verdammt spät. Das stimmt. Boah, voll erschrocken. Was passiert, wenn ich da rein... Ne, ich lasse es. Komm ich nie wieder raus. Ich sehe es kommen. Pulverfass. Ach, ich hätte die eventuell in die Luft... Upsi. Ich hätte in die Luft sprengen können. Ja, das hätte ich auch wissen müssen. Ja, wir haben natürlich die harte Tour gemacht. Auf die harte Tour. Komme ich hier rein? Nee, ne? Nee, ich glaube, rein komme ich hier nicht. Naja, egal. Aber haben wir das Örtchen hier auch erkundet. Wir können skillen. Ja, wir haben noch einen Skillpunkt offen. Ergo packen wir uns mal in die Meditation. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich skillen will. Mal gucken. Mal gucken, ich weiß gar nicht, was das noch geht. Ja, vor allem die Hand brennt noch. Bastard, du. Du mit der brennenden Hand das schöne Pulverfass nehmen. Puff. Ich weiß nicht, was ich skillen will. Wo ist denn der Skillbaum? So, das heißt, wir haben doppeltes Wirken. Das war einfach nur... Ermöglicht es, eine besonders mächtige Version des Elementarzaubers zu wirken, wenn ihr diesen in beiden Händen ausgerüstet habt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das müsste man mal testen. Feuer und Eis, finde ich, ist nicht so spannend. Das war der Elementarfokus. 8% verlängerte Wirkdauer von... Elementarzaubern, also Nachbrennen und so ein Gedöns. Ich würde sagen, das klingt schon am sinnvollsten. Elementarexperte habe ich. Den Meister brauche ich noch nicht. Dann habe ich hier das Schocknova. Die habe ich schon komplett freigeschaltet. Oder wir haben hier, was ist das? Elektrokution, das habe ich auch. Was war das hier? Einschlag. Elementarzauber können eure Feinde zurückstößen, wenn sie doppelt gewirkt werden. Ja, da müsste ich erstmal das unten skillen. Ja, pass auf. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich erstmal diesen verlängerten Elementarfokus. Vierfache Distanz beim Wirken eines Runenzaubers. Weitere 8% verlängerte Wirkdauer von Nachbrennen. Ja, machen wir das. Perfekt. Dann brennt nochmal Feuer ein bisschen länger nach. Am Po. Der Afterburner. Ja, raus hier. Sless, sag Rabe gute Nacht. Wo geht denn Rabe? Ich kann aber erst gehen, wenn Markus mir gute Nacht sagt. Rabe, komm gut ins Bett. Bis morgen. Schlaf gut. Wir machen auch nicht mehr so lange. Wir machen auch nicht mehr so lange. Und, das Spiel abgestürzt. Wo habe ich denn gespeichert? Ah, okay, es funktioniert. Gut. Gut, 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 gut. Dann haben wir das, dann haben wir das. Ich muss mal einmal ganz kurz hier die Nova wieder ausrüsten, die Schocknova. Lebensabsorption kann weg. Da nehmen wir dann tatsächlich wieder unsere Erdung. Drücken einmal. Ne, wir machen noch einmal hier ein richtiges Save. Einmal ganz kurz speichern. Schwuppdiwuppdi. Ja. So. Jetzt aber Nacht, Rabe. Oh Mann. Rabe muss ins Bett. Ab ins Bett mit dir, Rabe. So, haben wir hier noch was in der Nähe. Ich müsste prinzipiell, da weiter. Da ist auch der Myradenturm. Alles in der Richtung. Da hätten wir noch einen Berg. Was ist denn das Zeichen? Das hatten wir auch schon, oder? Ne, das hatten wir nicht. Das ist da oben. Da komme ich aber wieder komplett in die andere Richtung. Die Frage ist, was ist das? Wo ist das? I'm Tom Zier.
Auch dir eine wundervolle gute Nacht. Schlaf gut. Bis morgen hoffentlich. Ja, nee, ich glaube, da gehen wir jetzt nicht nochmal runter. Dann kommen wir nämlich nie wieder hoch. Bleiben wir auf dem Weg zum Myradenturm. Ja, vor allen Dingen bin ich auch gespannt, wie das Spiel A hier weitergeht. Plus B bin ich gespannt auf State of Decay. Ob wir da tatsächlich die weiteren Story-Klamotten getriggert bekommen. Oder ob das irgendwie für uns nicht mehr weitergeht. Aha, aha, aha. Probier doch mal die Tür aufzusprengen, also die Bretter vernagelte. Mercutio, das klingt gar nicht mal so dumm, muss ich sagen. Du hast recht. Da stand ein Explosionsfass. Ich weiß nicht, ob es diese Mechanics wirklich hier im Spiel gibt. Warte mal. Kann ich das Fass benutzen? Das wäre super cool, wenn das gehen würde. Pulverfass. Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Ich kann ihn nur fallen lassen. Ja, warte mal. Ich muss mal ganz kurz, glaube ich, warten, bis das Ding hier weg ist. Wenn ich das jetzt abstelle, explodiert es mit mir dran. Aber ich glaube nicht, dass das dahinter weitergeht. Aber die Idee ist witzig. Objekte? Pulverfass? Fallen lassen. Nee, leider nein. Wäre aber cool gewesen. Wäre aber cool gewesen. Zumal es da ja, glaube ich, auch direkt stand. Also, die Idee war gut. Leider nein. Das wäre cool gewesen. Aber ich wiederhole mich. Jona, du darfst die erste Regel der Chat-Regeln mal lesen, wenn du mal runterscrollst, weil du bist gerade auf dem besten Wege dagegen zu verstoßen. Gebe ich dir als warmen Tipp mit an die Hand. Lies mal die erste Regel. Und der zweite Tipp ist, befolge diese erste Regel. Weil sonst kommt, glaube ich, Regel Nummer 2. Sind Skelette. Oder was ist das? Amt mit Skeletten? Ne, nur Skelette. Warum? Danke. Ups. Skelette weg. Finde ich gut. So muss das sein. Sonst haben wir hier nichts. Was haben die hier bewacht? Einfach nur Mana-Pilze. Ja gut, die nehme ich mit. So ist ja nicht. Aber hier ist nichts. Doch, hier ist irgendwo noch eine, kann mir jemand ein Game vorschlagen? The Turk, das ist schwierig, weil ich glaube, keiner weiß, was du bist. Aua! Was du gespielt hast und was du magst, das ist recht schwierig, weil sonst würde ich zum Beispiel sagen, spiel Dark Souls. Dann sagst du vielleicht, habe ich gespielt. Das ist halt nicht so einfach. Ich muss mal ganz kurz was essen. Eine Höhle. Die... Ne, was? Ne, was? Nebelheimmine. Ja, wir sind schon fast in Nebelheim. Das stimmt schon.
Okay. Aber jetzt sag bitte nicht, lieber Chat, ich hätte ihn nicht gewarnt. Ich war so höflich. Ich habe ihn auf Regel Nummer 1 und 2 hingewiesen. Von daher, manchen Leuten kann man nicht helfen. Ja, machen wir die Mine heute noch? Machen wir die nächste Mal? Die Frage ist, wo ist der Myradenturm? Sehe ich den schon? Ah, hier ist der Myradenturm. Okay, den können wir zumindest noch mal ganz kurz freischalten. Schon wieder auf... Ja, jetzt ging es mit dem Level schneller. Jetzt haben wir nämlich schon wieder fast ein Viertel-Level. Nebelheim entdeckt. Perfekt. Dann haben wir den Myradenturm auch. Und, Mine machen wir, glaube ich, nächste Mal, oder? Ich speichere davor. Dann machen wir die morgen. Machen wir morgen die Mine. Und was hier noch in der Nähe ist, haben dann noch die Quest hier in... Wo ist das? Das müsste ja direkt am Myradenturm sein. Dann... Hä? Wo denn? Ach komm, wir bleiben jetzt hier und gucken uns das morgen an. Und gehen morgen in die Mine. Machen morgen die Quest und die Story, Hauptstory-Quest. Dann haben wir für morgen auf jeden Fall schon eine To-Do-Liste. Ich speichere mal. Das Einzige, was ich jetzt eventuell nochmal machen könnte, ich überlege, ob ich jetzt hierhin mein... Ja, pass auf, wir können Folgendes nochmal ganz kurz machen. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir gehen nochmal zu dem Myradenturm. Platziere hier jetzt meine Rune. Nein, falsch. So. Yep. Dann können wir nämlich hierhin zurück und teleportieren uns jetzt einmal ganz kurz zurück nach Ark. Dann kann ich da nämlich mal gucken, ob es vielleicht neue Zauber gibt. Beziehungsweise ich kann für morgen vor dem Stream Gesellenbücher kaufen. Gesellenbücher kaufen, beziehungsweise gucken, ob es neue Zauber gibt. Teleportzauber, Rolle nach Ark. Yes, sir. I can Ark. Ich will jetzt die Mine. Hast du eigentlich Urlaub, David? Dass du noch so lange da bist? Ich meine, finde ich gut, dass du da bist, keine Frage. Aber wenn wir jetzt die Mine machen dann, und dies wäre länger, dann überziehen wir so brutal. Wir sind ja schon in der Extended Time. Die Mob. Zeige ich dir, Sherlon. Ich zeige dir die Mob. Muss einen Moment warten, dann zeige ich dir Mob. Und die Mods sind nicht spießig, nur, das ist halt nicht witzig. Das nervt halt, Rumpelschnitzel. Nee, Schnitzel, heißt das Schnitzel? Doch, Schnils. Rumpelschnils. Von daher alles in Ordnung. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen. Von daher. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich selber schuld. So, ich möchte einmal ins Adelsviertel. Nur etwas später raus. Das war super. Wie komme ich ins Adelsviertel? Fremdenviertel? Warte mal, wo ist denn hier so ein Teleport-Ding? Da. Ja. Warum funktioniert das jetzt nicht, verdammt? Das geht auch nur, wenn es lustig ist. Dieses Ding. Ich habe Mob geschrieben. Ja, du hast es richtig geschrieben, Sherlon. Ich habe es nur falsch gesagt. So, da ist noch mal die komplette Karte. Eieiei. Seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Ja, Melee Island war ich tatsächlich schon mal. In einem früheren Leben. So, vielleicht gibt es jetzt ja neue Zauber. Rang 4 wäre das dann.
Zumindest von den Zaubern, die wir benutzen. Weil so ein kleines Damage-Upgrade, gerade in der Ecke, wo wir sind, wäre nicht schlecht, weil die haben schon gut ausgehalten. John Amazing followed und wir direkt gebannt. Auch etwas mies. Tomeko, es liegt ja nicht an mir. Ganz ehrlich und sorry, bevor ich mich jedes Mal rumärgern muss. Nee, sorry, da kann ich dann auch drauf verzichten. Das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber wir haben ja da halt eine Community, die halt tatsächlich recht erwachsen ist. Und wenn halt Leute meinen, ein bisschen rumtrollen zu wollen, werden die Mods halt sehr schnell in die Schranken weisen. Und auf solche Follows kann ich dann auch verzichten. Wie halt unten ist der Knopf zum Entfollowen. Feel free to drück it. Habe ich kein Problem mit, da weine ich auch keine Tränen hinterher. Nee, Alchemistenglück, ja. Nein. Da, Funkenfürst und Feuerblitz. Jetzt kriegen wir wieder die Reime an die Backe gehauen. Schreitet wohl zum Gruß, hallo. Euch hier zu sehen macht mich froh. Denn ich sehe in eurem Gesicht, ein Stab sucht ihr, der nicht zerbricht. Und den habe ich im Besitz. Oh, ich finde das jetzt mal wieder gut. Funkenfürst und Feuerblitz. Oh, ja, ich hätte gerne einmal den Nimbus 2000 zum Mitnehmen, bitte. Euch kenne ich doch. Ihr ja. Seid zurück. Ja, natürlich. Für euer Glück. Ja, immer noch den Nimbus 2000. Meine Waren wollt ihr sehen? Ich bitte euch, euch Zeit zu Gerne. So, dann gucken wir mal, ob sie neue Zauber hat. Und zwar Rang 4. Die schienen nämlich anzusteigen. Von daher, letztes Mal konnten wir halt die Rang 2 und 3 kaufen. Das ist Rang 2, Rang 1, Rang 3. Na, dann sind wir... Ich vermute, das ist meine Vermutung, ich weiß es nicht, dass halt mit unserem steigenden Level auch die Level halt ansteigen. Der Zauber, die wir kaufen können. Aber mittlerweile sind wir wohl noch nicht hoch genug, als dass wir Rang 4 bekommen. Das heißt, ich vermute mal, wir müssen noch Rang 20 machen. Wir sind jetzt... Ne, wir sind 20, ne? Ah, okay, dann müssen wir vielleicht noch ein, zwei Level machen, weil im Moment scheint es ja nur Rang 3 zu geben. Bis jetzt sehe ich nämlich nur Rang 3. Rang 3, Rang 3, Rang 3. Rang 4! Lebensabsorption Rang 4. Okay, da gibt es schon mal den ersten Rang 4 Zauber. Den werde ich auch mitnehmen, weil Lebensabsorption, glaube ich, benutzen wir eh. Wobei die Frage ist, ob ich den nutzen kann, weil der geht dann schon in Richtung, da steht nicht, welcher Rang das ist, ne? Ob das Geselle oder Novize ist. Doch da, nee, steht nicht. Verdammt. Weil Lichtmagie haben wir natürlich nicht so gut geskillt wie Elementarismus. Na egal. Ja, das werde ich nachher bzw. morgen nochmal in Ruhe durchgucken. Eventuell noch ein, zwei Zauber kaufen und die Zauberbücher, um die Ränge hochzuhauen. Denn wir sind jetzt ja im Moment 31. Ich muss bis auf 50 kommen. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Morgen. Morgen mehr. Schreitet wohl. Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Und dann gehe ich die Gang. So, einmal noch speichern. So, gespeichert. Einmal nochmal schnell speichern. Und dann sind wir hier auch quasi für heute durch. Ich kann natürlich schon mal ausmachen.